Die meisten denken immer, wir haben ein Lenkrad da drin. Wir haben einen Seilzug da drin, der ganz, ganz fein lenkt. Minimale Ausschläge. So? Hier zieht man lang. Ja. Also hier ist eine, die extrem Schiss hat. Also mit Witz ein bisschen vorsichtig, weil ich hab jetzt schon so Angst. Ja. Hier, ich habe gerade gesehen, dass ein Bob einfach mal umgefallen ist. Die haben sich aber sicher ganz blöd angestellt. Ganz, und weil ich mich viel besser anstelle. Denke ich auch. Du musst keine Angst haben. Das wird ein Erlebnis, was du wahrscheinlich der Zeit deines Lebens nicht vergessen wirst. Das glaube ich auch. Weil es so toll wird. Fantastisch die Leistung von Susi Erdmann. Wenn du da ein paar Fehler machst, ist es schwierig, den Schlitten wieder ruhig zu kriegen. Und hier heißt es wirklich, wenn du die Ausfahrt nicht triffst, kurz mal an die Bande lassen, dann beruhigt es sich wieder der Schlitten und fährt dann hoffentlich auch geradeaus. Nein. Dabei ist wichtig, dass man aufrecht im Bob sitzt und versucht, mit dem Kopf einen Gegendruck aufzubauen. Verstehst du? Vorne hockt die Susi, da hocken immer zwei Gäste. Die werden ja von uns eingeteilt, wer vorne, wer hinten. Es ist nämlich wichtig, dass die Susi nicht. Wenn es weg sind, dann kannst du die Nacht.
Das ist uncool, ja. Ja, na. Wir haben am Kreis gehen. Platz 5. In einer Zeit von 59 nach 55. Ich würde bitte sowas haben. Genau, hier auch eine Zeitliste für euch. Genau. Platz 5. Okay. Hier, Entschuldigung. Ich bin noch 6 Fahrten etwas verwirrt, ne? Versprochen. Dankeschön. Alles verstanden, oder? Gott sei Dank, ja. Du warst nochmal gehen. Ja. Oh ja. Bitteschön. Die Bettina. Dankeschön. Dankeschön.